Mit leuchtenden Mahnmalen hat die Veranstaltungsbranche am Montagabend auf ihre Lage in der Corona-Krise hingewiesen. Dafür wurden in zahlreichen Städten wichtige Bauwerke in rotes Licht getaucht. Zur Begründung hieß es, die Veranstaltungswirtschaft stehe auf der roten Liste der akut vom Aussterben bedrohten Branchen. Wegen der behördlichen Auflagen im Zuge der Corona-Krise sei den Organisatoren zufolge einem riesigen Wirtschaftszweig praktisch über Nacht die Arbeitsgrundlage entzogen worden. Seit Mitte März mache die Veranstaltungswirtschaft quasi keinen Umsatz mehr. Knapp 8.200 Firmen hatten sich beteiligt. Darunter unter anderem Betreiber von Event-Locations, Hallen, Kinos und Kleinkunsttheatern sowie Messebauer oder Tagungshotels.